Er ist frech, quirlig, nennt sich Maurice, sowie eine Figur aus dem gleichnamigen Roman von Bestsellerautor Terry Pratchett. Und darf jetzt sein erstes großes Leinwandabenteuer bestehen. In der deutschen Fassung leiht dem gewieften Kater dabei Bastian Pastewka seine Stimme. Etwas, das für den Comedian zunächst allerdings eine ziemliche Herausforderung gewesen ist. Es hat dann doch nicht geholfen, dass ich mir nochmal Katzenvideos angeschaut habe oder mich mit Katzen unterhalten habe, sondern es war dann doch sinnvoll, dass ich mir angehört habe, wie der Schauspieler, der die Katze im englischen Original spricht, das macht. Und Hugh Laurie macht das Ganze sehr englisch, sehr distinguiert, ein bisschen von oben herab, ein bisschen fies. Er spielt so die arrogante, verschlagene Katze, die sich scheinbar um nichts zu scheren scheint. Und da dachte ich, ich habe eine Chance, das kriege ich irgendwie hin. Maurice macht jedenfalls alles, um an Geld zu gelangen. So wie beispielsweise inszenierte Rattensäuberungen. Gemeinsam mit seinem Kumpanen Keith und einer Handvoll befreundeter Nager. Sprechrollen, die Jerry Hoffmann und Janine Ullmann großen Spaß gemacht haben. Das ist ja so ein junger, liebevoller, irgendwie cooler, aber tollpatschiger Junge. Und Animation gibt ja so viele Möglichkeiten, stimmlich abstrakt zu werden und auch wild, im Englischen nochmal mehr. Und da zu gucken, eine Anbindung zu finden, den irgendwie emotional greifbar zu machen, das hat am allermeisten Spaß gemacht. Ich mache Sprecher die Ratte nahrhaft. Und ich bin natürlich wahnsinnig gut vorbereitet, weil ich in meiner Kindheit in der Klasse hatte ich meine Schulfreundin Denise und die hatte eine Ratte. Also sie hat gerne mal ihre Ratte auf der Schulter mit in die Schule hineingetragen. Und das hat bei einigen womöglich schreckhafte Reaktionen ausgelöst. Aber ist die Abneigung gegen diese Tiere tatsächlich immer noch so weit verbreitet? Ich fand die damals ganz gruselig. Also ich war wirklich weit entfernt von, dass ich die süß fand. Also ich kann das nicht bestätigen von den Leuten, die ich kenne, egal ob Frau oder Mann. Und unsere Ratten in Maurice der Kater in dem Film sind ja dann doch alle sehr nett und sehr sympathisch, haben irgendeinen Spleen oder sind eben auch sehr künstlerisch begabt. Allerdings nicht der Rattenkönig, welcher im Dorf blind sein Unwesen treibt. Doch mit Hilfe von Malizia, der Tochter des Bürgermeisters, kommen die drei schon bald hinter das Geheimnis des dunklen Fürsten. Malizia ist nämlich nicht nur abenteuerlustig und belesen, sondern auch ziemlich neugierig. Also man muss vorausschicken, dass die Malizia in diesem Maurice der Kater-Film natürlich auch ein bisschen die Anarchistin ist. Dass man da eine Frau hat, die nach vorne geht, die genau weiß schon, was sie will, die genau sagt, was sie braucht. Das ist so emanzipierend und so befreiend und so selbstermächtigend, was total toll ist. Und wo ich hoffe, dass junge Menschen da drin sind und sagen, ja, genau so sollte ich durch die Welt gehen. Vor allem, um das Oberhaupt der Ratten besiegen zu können. Denn dafür ist viel Mut erforderlich. Eine Eigenschaft, die Maurice neben Intelligenz sowie Coolness zum Glück ebenfalls besitzt. Und deshalb für seine Fans schon fast ein zweiter Garfield geworden ist. Ich kenne so als alter Garfield-Leser, erkenne da tatsächlich auch ein paar Parallelen. Garfield war ja immer fett, faul und philosophisch, aber Maurice ist, glaube ich, deutlich agiler als Garfield. Also Maurice hat jeden Tag einen super Plan und muss irgendetwas machen. Das tut Garfield nicht. Garfield ist ein Fan davon, einfach zu Hause zu sein und mal zu gucken, wie er sich mit dem Hund ärgern kann. Aber wird das alles auch für ein Happy End sorgen? Was? Den Rest müsst ihr schon selbst herausfinden. Ich mag an diesem Film, dass er so bekloppt ist. Und dass er immer wieder abbiegt. Das ist natürlich ein Kinder-Animationsfilm, aber ich glaube, ganz subtil schafft es, dieses Verständnis und Glauben für junge Menschen zu sagen, ich kann mehr sein als das, was mir vielleicht gesagt wurde, dass ich sein kann. Und das finde ich schön. Maurice der Kater, jetzt im Kino.